Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Mordvorstellung. Heute das erste Video mit meinem neuen Mikrofon. Yay! Also ich muss sagen, die Audioqualität ist jetzt wirklich mega, mega viel besser. Ja, die Mod, die ich heute für euch habe, wollte ich euch eigentlich erst viel, viel später vorstellen, weil ich hatte eigentlich vor, in verschiedenen anderen Mod-Vorstellungen diese Mod, also ich habe nämlich die Heads-Mod für euch. Nein, warte, ich weiß gerade nicht ganz genau, wie sie heißt, aber guckt einfach im Titel nach, da steht das nochmal drin, wie sie ganz genau heißt. Auf jeden Fall fügt diese Mod verschiedene Hüte hinzu, wie zum Beispiel diese wundervolle Katze, die ich hier gerade auf dem Kopf habe. Und außerdem werden jetzt auch Tiere mit verschiedenen Hüten auf dem Kopf gespawnt. Ich werde gleich nochmal irgendwie durch die Landschaft fliegen und dann nochmal gucken, ob ich ein paar Tiere finde. Ansonsten würde man das auch im Attack of the B-Team Let's Play sehen können, weil diese Mod auch dort in diesem Modpack drin vorhanden ist. Da werdet ihr einfach auf der Endcard nochmal hingeleitet. Ach genau, was ich vorhatte, war, dass ich immer in jeder Modvorstellung einen anderen Hut aufhabe, dass ihr ein paar Beispiele seht. Aber gerade wollte ich den Morph-Mod, also eine Modvorstellung für Morph-Mod machen. Aber dann hat sich irgendwie dieses scheiß Video von alleine gelöscht und ich habe nicht so viel Zeit, deshalb musste ich jetzt schon wieder eine mega kleine Mod nehmen. Also es tut mir wirklich sehr leid. Aber es ist nun mal so, dann kommt die Morph-Mod wann anders. Aber jetzt zu dieser Mod hier. Wir drücken einmal H, das passt ja super, weil Heads und so, ne? Drücken wir einmal H, dann öffnet sich dieses Menü und dann sehen wir uns hier. Und wir sehen den Hut, den wir gerade anhaben. Wir können den auch löschen, dann haben wir wieder gar keinen Hut. Und ja, es gibt insgesamt 31 Seiten an Hüten, die man so nehmen kann. Und da sind schon wirklich mega coole dabei. Kann man nicht anders sagen. Also hier am Anfang sind halt sehr viele diese Männchen. Die finde ich jetzt nicht so besonders. Aber ich gehe jetzt nicht alle durch. Hier nur den Anfang ein bisschen hier. Bleiben wir erstmal bei dem Engelchen hier. Wir können jetzt auch noch hier die Farbe verändern. Und zwar, ja, jetzt haben wir ein grünes Engelchen hier, ne? Oder rot, rosa. Das ist ein wundervoll rosa Engelchen. Okay, außerdem können wir uns hier auch noch einen zufälligen Hut auswählen lassen. Hier zum Beispiel den Apfel. Ja. Das ist jetzt keine Apple-Werbung oder so, ne? Ja, auf jeden Fall kann man den auch noch personalisieren, das Ganze. Hier, wie man das öffnet, mit welcher Taste. Erste Person. Keine Ahnung, was das heißen soll. Aber Hüte anzeigen, ob wir die anzeigen lassen wollen oder nicht. Hier jetzt, weil wir das auf Nein gestellt haben, werden die nicht angezeigt. Was ein bisschen unnötig ist, denn dann frage ich mich, wozu man denn dann überhaupt diese Mod installiert, ne? Ja. Hier können wir, ich habe immer noch nicht kapiert, was das denn genau soll, das Ganze. Dass man diese Teile hier, wenn man da drauf fliegt, dass die dann da rausfliegen. Fragt mich bitte nicht, warum oder wie, ob das nur zum Sortieren ist oder was weiß ich. Ich habe das nicht so ganz kapiert. Ah, ich war auf Personalisieren. Ich bin ja auch klug, Alter. So, ich mache die jetzt alle raus. So, jetzt wieder richtige Reihenfolge. So, jetzt fertig. Boah, ja. Ja, wir können uns auch Hüte zu den Favoriten hinzufügen. Dann kann man das auch noch in Kategorien unter, also es ist in Kategorien unterteilt. Und da können wir dann halt danach suchen. Hier bei allen Hüten sind halt alle, ne?
dann bei denen sind hier nur diese ganzen, Alter, aus der Kategorie hier, aber es sind doch auch alle, oder nicht? Das sind alle. Hä? Ja, den hatte ich in der letzten Mod-Vorstellung an. Headset ist jetzt unnötig. Ja, das dazu, zu den Kategorien. Hier kann man nochmal alle Änderungen zurücksetzen. Also wenn man hier zum Beispiel den hier, das macht keinen Sinn, wenn man den rot färbt. Wenn man das Viech hier grün gefärbt hat und dann hier drauf klickt, ist das Ganze wieder rückgängig. Wenn es dann soweit ist, es hakt gerade, jo, jetzt ist alles zurückgesetzt. Ja, und hier kann man sich noch einige Hilfen, also hier kann man, hier werden Hilfen angezeigt. 19 Seiten. Genau, er ist auch im Multiplayer gedacht, für den Multiplayer gedacht. Und da kann man, wenn man jetzt hier auf Trade geht, dann kann man mit anderen Spielern traden, die in der Nähe sind. Also dann kann man seine Hüte mit den Hüten von dem halt tauschen oder was weiß ich. Was war jetzt? Keine Ahnung. Aber das macht gerade keinen Sinn, weil gerade niemand bei mir in der Nähe ist und ich auch nicht im Multiplayer bin. So, ich würde sagen, wir fliegen jetzt nochmal irgendwo hin, um ein Tierchen zu suchen, was so einen bescheuerten Hut auf hat. Aber nein, aber gar nicht. Ah, doch, hier. Da haben wir ein Pferd, was den Fisch auf dem Arsch hat. ja. Okay, ich hole mir jetzt hier mal eben ein Schwert und gehe aus dem Game-Mode raus, um euch zu zeigen, wie das aussieht, wie er an die Hütte kommt. Und zwar einfach das Viech killen. Und jetzt werden wir wegen der Morph-Mod zu dem Viech. Aber egal. Aber wir haben... Was zur... So. Aber wir haben einen Hut gefunden. Und zwar den Squid. Also es werden natürlich, im, wenn man im Singleplayer spielt, nicht alle Hüte... Sind nicht verfügbar, sondern nur die von den Viechern, die man schon gekillt hat. Also, so, ihr habt gesehen, so kommt man an diese Hüte dran. Und das ist auch der einzige Weg, außer halt, wenn man sich die im Creative holt. Und ja, ich würde sagen, dann soll es das mit dieser Mod-Vorstellung gewesen sein. Ich würde mich natürlich über eine Bewertung von euch freuen, wenn ihr mehr Mod vorstellen wollt. Normalerweise jeden Sonntag, aber wie ich schon in dem Infovideo erklärt hatte, kann das in den nächsten 3 Wochen sein, dass das ein bisschen unregelmäßiger wird. Links kommt ihr zum ersten Teil vom Attack of the B-Team Let's Play. Und rechts kommt ihr zur letzten Mod-Vorstellung. Das war's mit dem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!